Willkommen bei CC Automotive. Ladekantenschutz ist das Thema bei uns. Wie ihr wisst, seit Golf 7 Facelift, unserem Tuning-Projekt, haben wir jetzt hier auch neuerdings Ladekantenschutz im Angebot. Hier speziell für den, was war das? V-Klasse, ganz aktuell. V-Klasse 447. Facelift, Facelift, nämlich der ganz aktuelle von unserem Nachbarn. Wie man das montiert, wie es ausschaut und was der Nachbar zu sagen hat, ist nämlich auch ein ganz lustiger Kamerad. Seht ihr nach dem Intro. Bis gleich, wir gehen rüber. Auf geht's. Hier sind wir gerade bei unserem Nachbarn. Der hat das Fahrzeug erst vor einer Woche bekommen. Und da zeigen wir euch, wie das angebaut wird, wie kinderleicht und wie geil es dann letztendlich ausschaut. Also gehen wir mal rein in die gute Stube und holen den Fahrzeughalter. Hier, Ladekantenschutz, extra für dich, mein Freund. Super. Jetzt musst du es nur noch gescheit montieren. Also, was brauchen wir dazu? Ein sauberes Auto ist ja ganz klar. Was haben wir? Eine total zugedreckte Karre. So. Kannst du nicht mal deine Autos gescheit sauber machen? Deswegen bist du jetzt super schön da. Na, jetzt mal ohne Witz, du. Ich bringe hier kostenlos für Nüsse hier den guten Ladekantenschutz und alles ist verdreckt. Aber du hast ja dein neues perfektes Zeug zum Saubermachen, ne? Spezialreiniger, ganz wichtig. So. Also, ganz wichtig natürlich für alles, was man verklebt, ist reinigen. Reinigen, genau. Ja. Schauen wir mal, ob wir den ganzen Sahara-Staub hier runterkriegen. Sag mal, wo wird denn das Auto hergestellt? Aber nicht in Deutschland, oder? So wie das hier ausschaut. Hast du schon verkratzt hier? Guck mal. Weil du keinen Ladekantenschutz hast. Ach, deswegen wollt ihr unbedingt den Ladekantenschutz haben. Geil. Was, du? Ich war das nicht. Na klar, du wolltest. Österreich-Aktion, oder? Nee. Und oh, leck. Und was für eine Kotzen da drin. Mach das Ding drauf jetzt. Schau mal her, draußen ist überhaupt rumfahren. Hast schon wieder einen Unfallwagen. Ist ja Wahnsinn. Guckt euch das an. Und das passiert nämlich, wenn ihr nicht den tollen CSR-Ladekantenschutz drauf macht. So, sauber gemacht, grundgereinigt haben wir das Ganze. Dann anschließend mit dem 3M Klebeband, 3M Reinigungstuch. Lass mich das mal machen. Ja, mach du, genau, damit er nämlich der Fahrzeugbesitzer auch mal was macht. So. Immer schön fettfrei. Immer schön, ne? Immer schön dick. Sauber machen. Brandy, wie machen wir das immer? Trick 17? Ja. Den Kratzer kannst du nicht rauspolieren, ne? Schaffst du nicht. Der bleibt da. Aber wie ich dich kenne, fährst du das Auto eh noch mal 3-4 Mal an. Ja, habe ich schon vor. Lieber nicht richten lassen, weil da kommt noch was dazu. Kann natürlich sein, dass wir euch das falsche Drum mitliefern oder was auch immer. Nicht gerade funktioniert. Deswegen immer vorher die Passkontrolle. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bitte tut uns den Gefallen. Macht vorher euren Kofferraum zu. Das geht ganz knapp aus, meistens ohne Probleme. Es kann aber sein, dass gerade bei älteren Fahrzeugen die Dämpfer ausgelutscht sind, die Einstellungen unterschiedlich sind und dann kann nämlich theoretisch die Klappe auch mal an diesem Schutz schleifen. Das wollen wir natürlich nicht und vor allem keine Schäden verursachen. So, ausmitteln ist ganz wichtig. Da gucken wir uns mal an, was da die Mitte ist. So, oder? Lass mal schauen. Ja, ein Stück weiter links noch. So? Ja, ja, schaut gut aus. Ja? Ja. So, ja, und dann drück mal drauf. Wir machen den Test. Achtung. Super. Auf den Mikromillimeter. Und so muss es auch sein. Natürlich kommt das Ganze noch ein bisschen ran, wenn der Klebstreifen dann auch die Stoßstange berührt und sich festsaugt sozusagen. Kann man auch wieder aufmachen? Sicher. Hältst du? Ich finde es immer klasse, den ganzen Tag macht da keiner was in der Werkstatt bei dir. Und wenn wir ein Video drehen, dann wird die Maschine eingeschmissen. Dann muss der richtig Theater machen. Jetzt in dem Fall ziehen wir da mal so einen Klebestreifen weg. Hast du Fingernägel oder hast du die abgekaut? Ich habe die weg. Gib her. Probier mal. Und dann machen wir nämlich dann unser Tape dran, ne Brandy?
Also, so wollten wir es uns euch eigentlich nicht zeigen. Sehr geil. Ah, ins Ohr, Alter. Es reinigt. Nur ein Stück anziehen und dann... Boah, ich höre nichts. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ich bin jetzt 6 Wochen krank mit Wiedereingliederung. Ich garantiere dir das. Ich fahre dich zur Kur. Dann machen wir das genauso. Boah, jetzt rieche ich noch Reiniger. Ey. Ja, das riecht gut. So, das können wir ja auch einfach so ein bisschen so raushängen. Ja, ne? Merkst du was? Jetzt ist natürlich geil, weil normalerweise, wenn du die Streifen drauf hast, dann könntest du jetzt noch hin und her rutschen. Kannst du aber jetzt nicht, ne? Das kann man jetzt nicht, weil der Herr Nachbar hier so super gescheit war. Wenn es jetzt nicht gerade drauf ist, ne? Thomas, ich will es nur gesagt haben. Wenn es nicht mittig ist, ist es für dich mittig? Ja, ich sehe es nicht. Schau mal. Ja, so, oder? Mit der Kante da? Ja, also. So ist es natürlich schwierig, aber ich sage mal ja. Ha? Das ist geil. So stelle ich mir ein Video vor. Ja. So sollte man es nicht tun, ne? Wenn nicht, holen wir uns nochmal einen aus dem Lager. Also ihr seht, wie es nicht gehen soll. Genauso wie wir es hier gemacht haben. Natürlich auch bei der vorderen, beim vorderen Klebestreifen. Verlängerung anbringen, ein Stückchen wegmachen. Den Ladekantenschutz sauber ausmitteln, ansetzen, andrücken. Und wichtig ist auch hier, richtig ordentlich festdrücken. 20 Kilo pro Zentimeter oder wie war das? Soll man laut 3M den Klebestreifen andrücken lassen. Was fummelst du jetzt da hinten rum? Weil dein scheiß Deoball wieder neu gerutscht ist. Ja, ja. Ganz Video ist ein Outtake, ich merk's. Ja, super Outtake. Das geht nicht ab. Das kannst du vergessen. Probier du. Auch noch verletzt dabei. Ja. Hast du das gesehen? Da bräuchte ich dann mal nach einem Notarzt, bitte. Ja, nehmen wir das 3M-Reinigungstuch. Komm, du drückst gleich nach hier oben, wenn ich gezogen habe. Aber lass mir erst mal ziehen. Ja, zieh doch mal. Ich mach ja gar nichts. Oh, wey, warte. Jetzt, gut. Ah, jetzt komm ich hier. Dreh gerade ein Video. Willst du mit drauf sein? Komm, drück, das kannst du doch wenigstens, oder? Ey, schau mal, wie ich blute jetzt. Wie ein Schwein, Alter. Komm, fahr mal runter, dein Ding da. Und noch die Birne auch noch angehauen. Ja, okay. Mit Nei. Ach, ist doch perfekt, Alter. Habe ich euch doch gleich gesagt, ihr Pappnasen, ey. Wenn die jetzt nicht richtig sitzt, dann kannst du mir am Arsch lecken, weil ich den Scheiß da abgezogen hat. Das ist der Wahnsinn, du, was wir das geschafft haben, Leute. Hätte ich nie gedacht. Im Übrigen kann ich sehr empfehlen, mein Nachbar DTM GmbH. Wie man sieht, handwerklich unglaublich geschickt, die Firmenleute hier. So, also wir haben es geschafft, das Ding jetzt final zu montieren. Ihr habt gesehen, grundsätzlich nicht schwierig, aber wir haben halt ein bisschen amateurhaft angefangen. Jetzt könnten wir ja mal die Schutzfolie abziehen, oder? Ja, es ist ein Traum. Ich sag dir ganz ehrlich, es schaut viel geiler aus als dein Originallack. War ja vorher keiner drauf, ne? Vielleicht sollte man einfach das komplette Auto mit diesen Kunststoffteilen bei dir bepflastern. Mm. Ja, das schaut doch super aus. So, und auch dieses Auto ist CSR equipped. Übrigens, die Aufkleber kriegt ihr bei uns, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut mal bei uns in die Anwendungsliste nach. Mittlerweile für zahlreiche Fahrzeuge erhältlich. Der Ladekantenschutz. In diesem Sinne, ciao. Ciao. Bis demnächst. Baut man das jetzt hin? Sie ist eher equipped hier, oder? Ah, mit mir hat er schon immer einen Spaß, ey. Ja,